Hallo rüber, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Es geht gleich weiter. Oh, es dürfte ein Trainer sein, oder? Oh, warte mal. Hier waren wir schon mal. Ich finde die Schwachstelle der Pokémon und besiege sie. Sicher? Ich weiß es nicht. Glauben nicht. Man gegen Volteballs hat Dragonier keine Attacken. Nee, wir machen mal Aquawelle, komm. Auch wenn eigentlich sowas ja nicht effektiv sein sollte gegen Elektro-Pokémon, ne? So, Wasser gegen Elektro? Macht ja, also ergibt ja eigentlich keinen Sinn. So. Eigentlich müsstest du die ja stärken. Aber naja. Dann ist das halt so. Ich akzeptiere das. Ein Smogon, weiter Aquawelle. Aquawelle kann doch auch... War das verwirren? Nee. Doch. Ah, es war verwirren. Okay. Alles klar. Komm, jetzt verletze ich aber auch. Danke. Wenn ich das Pech heute hab, dann haben das bitte Gegner auch. Das ist echt unfair. Das ist doch gerade gedonnert. Das hat bei mir zu Hause hier gerade gedonnert. Da kann... Es regnet nicht und es sind auch nicht krass viele Wolken am Himmel, glaube ich. Ich sehe es nicht, weil mein Rollo unten ist, aber... Also, halb unten. Das bedeckt perfekt den Himmel. Aber alles, klar. Okay. Hast mich besiegt. Bitte lass heute nicht Regen kommen, ey. Ich hasse Regentage. Regentage sind doof. Das war eine krasse Abkürzung. Muss ich ja schon sagen. Ich bin einer der... Er ist der letzte, der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Dann besiegen wir dich auch noch, würde ich sagen. Golbat, es tut mir leid, aber Donner wird dich besiegen. Würde es treffen. Nein, oh. Warum? Warum? Ey, es gibt's nicht. Ich hab heute einfach echt null Glück, was Verwirrung angeht. Aber komplett nicht. Einmal hat Verwirrung jetzt nicht getroffen, glaube ich. In den ganzen drei Parts. Alter, ey. Könnte ich kotzen bei. Danke. Als ob. Natürlich. Natürlich trifft Donner nicht. Natürlich nicht. Er muss halt Flammenwurf herhalten. Es ist immer noch verwirrt. Alter. Man muss sich nur beschweren, wie es aussieht. Alter, immer noch? Vier Runden jetzt schon. Ich muss hoffen. Ich setze jetzt keinen Hypertrank ein. Danke. Danke. Ich hasse Verwirrung, ey. Oh. Bitte was? Bitte... Bitte was? 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 Das kam unerwartet. Das kam hart unerwartet. Was? Das Golbat gerade mit einem KP überlebt hat, ne? Das hätte ich nicht erwartet. Hätte ich das gewusst, hätte ich einen Hypertrank eingesetzt, aber ich dachte, es wird nach einem weiteren Flammenwurf einfach besiegt. Weil, ne? Alter. Alter Vater. Guter Start in den Part, Leute. Guter Start in den Part. Kacke. Komm, Finsterfaustgänger. Einfach rein. Aussetzer ging daneben, das ist schön. Wäre aber okay gewesen, weil ich jetzt eh stärker einsetze. Sehr schön. Oh je, ich wurde besiegt. Dann muss ich jetzt wohl wieder einen Beleber opfern. Der letzte. Unser letzter Beleber, Leute. Lol. So, gehen wir jetzt schon hier. Komm, wir machen schon mal auf. Gucken wir, was hier so ist. Ah, hätte ich den Beleber nicht opfern müssen. Toll.
Ich glaube, hier müssen wir auch weiter. Ja, hier müssen wir, glaube ich, später komplett weiter. Das ist, glaube ich, der Weg zum Ende, sag ich jetzt mal. Oh. Hallo? Hilfe, ich habe Angst. Ja. Nu, was soll ich dagegen tun? Okay, komm, Trainer. Genug von deinen dummen Spielchen. Das sind keine dummen Spielchen. Nee. Ein Magnetilo. Das dürfte besiegt werden. Mit Flammenwurf. Sag ich doch. Sag ich doch. Oh Leute, ich hab mir eine E-Zigarette bestellt, ne? Schön. Aber schön. Die ist auch echt schnell angekommen. Hätte ich nicht erwartet. Muss ich zugeben, dass die so schnell ankommt. Und immer wenn ich jetzt aufnehme und wenn Streams und so, kann ich einfach die ganze E-Zigarette rauchen. Na, was heißt die ganze Zeit, aber so zwischendurch einmal eine E-Zigarette ziehen. Ist ganz nett. Ich darf in meinem Zimmer halt nicht normal rauchen. Beziehungsweise allgemein drin in der Wohnung. Hier wird nicht geraucht. Normale Zigaretten und E-Zigarette geht fit. Meine Reserven sind erschöpft. Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. Lol. Willkommen im 9. Stock. Es ist nett, dass du vorbeischaust. Okay. Kein Ding. Und da ist so eine E-Zigarette ganz praktisch, weil die darf ich halt drin rauchen. Oder kann ich halt drin rauchen. Und... Jo. Flammenwurf. Ah, ging vom Damage her. War okay. Ich habe gerade echt mehr erwartet. Um ehrlich zu sein, verwirren. Schön. Schön. Das sehe ich gern. Das sehe ich gern. Nice. Nochmal Aquavelle und das Maschok ist Geschichte. Sehr schön. Ich bin geschockt. Carbon. Sonderbonbon. Hyperball. Ja, der Hyperball ist jetzt nicht so krass. Aber Carbon und Sonderbonbon, ja doch. Nehme ich gerne an. Nehme ich danke dann. Okay, wir sind im letzten Abschnitt. Item. Zink. Alter, wie viel Kram wir finden. Stopp, hast du einen Termin mit dem Boss? Ich komme von hier aus nicht mal zum Boss. Ich weiß doch nicht, wie ich Silvco, warum die das so komisch gebaut haben. Mit den Teleportationsfeldern und so. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Aber ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Nehme ich so hin. So, Radfratz. Wenn du jetzt 5 Radfratz hast, ne? Mit, okay, 4 Radfratz und Radikal. Bitte nicht. Oh, Dragon, hier ist es schon Level 36, merke ich gerade. Ich könnte langsam mal wie ein anderes trainieren. Ciao, Boga. Du brauchst noch dein Level 36. Gengar wird halt gleich in der Arena noch übel gut trainiert. Das ist gleich. Bald. Bald in der Arena. Ja, nice. Das ist schöner Damage, der Boga. So will ich das sehen. Ein Retter. Okay. Das hat keine 4 Radfahrts und ein Radikal. Bin ich echt froh drüber. Echt froh. Ja, durch verminderter Angriff haben wir leider keinen One-Shot mehr gemacht. Und Giftblick, ey. Paralyse. Oh. Geh gleich zu der Frau nochmal hin und lass mich heilen. 3 Radfratz. Warum hast du 3 Radfratz? Alle Level 25 und nicht eins davon entwickelt. Warum? Erklär mir das. Erklär es mir. Ich höre dir gespannt zu. Alter. Nee. Kann ich nicht verstehen. Okay, ich lass dich durch.
Okay, danke. Gut, dann sind wir jetzt soweit fertig eigentlich. War das noch ein... Ja, es war noch ein Stockwerk tiefer. Hier, genau. Hallo. Thanks a lot. Ich würde sagen, dann fahren wir jetzt in den ersten Stock. Und machen alles auf. 18. Stock, genau. Da oben ist der Boss. Uiuiui. Oh, was war das denn, ey? Das kam unerwartet. Ich glaube, hier war gar kein Dings, ne? Doch hier, wenn... Tür öffne? Oh. Hilfe, nein, bitte nicht. Oh, du bist gar nicht von Team Rocket. Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Verzeihst du mir, wenn ich... einem deine Pokémon... Nein. Kein Donnerwelle. Braucht man nicht. Hier ist noch ein Trainer. Nicht? Doch, Hilfe, ich bin der Mitarbeiter des Silco. Das glaube ich dir nicht. Irgendwie. Ist Mira nicht ein Frauenname? So? Oder? Der Typ heißt Mira. Und ich, ist so ein Frauenname, oder nicht? Ich kenne keinen Kerl, der Mira heißt. Oder geht... Muss ich mal nachgucken, ob es den Namen auch im männlichen Format gibt, sag ich mal. Weil... Nee. Oder? Oder? Ich weiß es nicht. Oder die haben einfach keinen weiblichen Sprite eingesetzt. Für einen weiblichen Forscher. Und das ist eigentlich eine Frau. Und du müsstest eine Forscherin stehen. Oder? Oder? Ach, weiß ich nicht. Oh! Die Fähigkeit von Toboga kenne ich auch noch nicht. Das ist nice. Tobogas Genauigkeit kann nicht gesenkt werden. Das ist cool. You like that? Und Toboga ist Level 36. Das heißt, erstens, es entwickelt sich. Glaube ich. Und zweitens, es ist das Level-Niveau erreicht. Gegen Smogomog. Oder Smogon setze ich jetzt einmal Smetbo ein. Komm. Smetbo böllert rein. Smetbo ist bestimmt das erste Pokémon, was ich auf Level 40 habe. So viele Smogons und so, die es gibt. Alter. 16 Erfahrungspunkte, schön Smogmog. Ich glaube, Smetbo ist das erste Pokémon, was ich in Höhe 40 habe. Es gibt so viele Gift-Pokémon. So Smogons und Zubats und so, wo ich immer Smetbo einsetzen kann, halt perfekt. Und Slimars, Slimox. Smetbo Level 38. Schön. Oh, woher wusstest du, dass ich zu Team Rocket gehöre? Für mich bist du jetzt eine Frau. Toboga entwickelt sich. Sehr schön. Oh yeah. Toboga wurde zu Tauboss. Sehr schön. Da sind wir im Stock 5. Da will ich aber eigentlich nicht hin. So, in Stock 1 hatten wir jetzt alles fertig. Stockwerk 1. Stockwerk 2? Okay, da unten geht noch was. Hier waren wir, okay. Hier waren auch nur Felder zum Teleportieren, ne? Ja. Alles klar. Dann... Scheiß auf die Felder. Scheiß auf den Trainer hier. Ich weiß es nicht. Jakob. Den ignorieren wir. Kein Bock auf noch einen Forscher. Ich meine, es ist gutes Training, ich weiß, aber... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich keine Lust auf den. So, was haben wir hier noch?
Da oben geht noch ein Türöffner. Hier geht auch noch ein Türöffner. Gehen wir erstmal hier rein. Hyperheiler. Beleber. Top-Beleber sogar. Und Fluchtseil. Okay, Fluchtseil brauche ich jetzt nicht so. Oh. Psst. Siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Entschuldigung. Okay, ich halt wieder. Sind alle besiegt. Du kannst ruhig rauskommen. Noch ein Trainer. Ach komm. Mein Pokémon erwartet dich. Dein Pokémon oder deine Pokémon? Ich hab's das jetzt gerade nicht richtig gelesen. Dein Pokémon, okay. Nur eins. Solange es keine Finale einsetzt, ist glaube ich alles fit. Funkensprung. Ist das schneller als Dragonier? Alter. Echt. Echt. Hätte die Fähigkeit nicht vor meinem Flammen... Alter, das gibt's nicht. Alter, was? Was? Warum? Alter, nee. Das ist ätzend. Sorry. Beide Male paralysiert, ey. Krieg einen Rappel dabei. Das kann nicht wahr sein. Aber okay, akzeptiere ich. Was, ey? Das ist nicht wahr. Sehr schön. Du schwächliches Pokémon, Mist. Okay, beleidige dein Pokémon noch nicht. Das kann ich dafür, dass es besiegt wurde. Das ist gute Arbeit geleistet. Okay. Okay. Hier ist ein Türöffner, okay. Das war ein Trainer, stimmt. Hey. Ein Eindringling mischt das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Ja. Und? Krieg ich nichts von dir? Ich krieg nichts von ihm, ey. Protein. Na komm, gegen den kämpfe ich jetzt nicht. Und hier ist auch... Doch, hier ist ein Item. Power Punch. Hier gibt's echt viel zu holen, Alter. Holy moly. So, das war's aber hier erstmal. Ah, hier war das, genau. War hier noch irgendwie... Ne, hier hatte ich die Items geholt, genau. Und hier gibt's nur den, okay. Dann... Ach, mit euch hatte ich auch schon geredet, genau. Hier unten gab's, glaube ich, auch nichts. Ne, da hatte ich den Trainer schon besiegt. Richtig. Hier hinten gab's auch nichts mehr, ne? Ne. Okay, ich glaube, wir sind mal durch. Ich habe jetzt auch bisher keinen Raum entdeckt, den ich nur durch Teleportation erreichen kann. Was hier? Okay, hier war ich auch schon. Ja, dich hatte ich auch schon. Dich hatte ich auch schon, genau. Ob die Safe-Kurs schon erledigt ist? Nein, ist sie nicht. Noch nicht. Wird sie auch nie sein. Weil ich werde alle retten. Denn ich bin ein krasses Kind. Okay, hier ist auch nichts Interessantes. Und hier geht's weiter, genau. Ja, gut. Ich glaube, wir dürften fast fertig sein. Hier gab's auch gar nichts mehr, ne? Hier oben war ja nur der Boss-Dings, genau, da war nur der eine Trainer. Und hier ist auch nichts weiteres. Nee. Okay. Leute. Dann können wir noch weitergehen. Den Trainer hier machen wir, glaube ich, noch. Den machen wir noch in dem Part. Deine Pokémon scheinen sich sehr zu mögen. Ja, weil ich sie mit Liebe behalte und Respekt. Und sie nicht verkaufen will. Traumato. Dürfte eigentlich gut besiegt werden. Oh. Das. Das ist weniger Damage als erwartet. Das ist echt wenig Damage. Das habe ich echt, damit habe ich nicht gerechnet. Aber Traumato und Hypno haben, glaube ich, echt eine gute Verteidigung, ne?
Und die haben so viel Glück mit Verwirrung. Das ist unglaublich. Und ein Slimer. Smitbo! Smitbo ist halt einfach irgendwie immer nützlich. Ich bin froh, dass ich Smetbo mit ins Team genommen habe. Mich dafür entschieden habe, Smetbo mit ins Team zu nehmen, ja. Bin ich froh drüber. Sehr, sehr froh. Weil Smetbo ist ein schönes Pokémon. Es hält zwar nicht sonderlich viel aus oder so, aber es ist trotzdem ein echt gutes Pokémon. Es ist echt strong, eigentlich. Finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Sehr schön, die Rocket Ruby besiegt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Gehen uns nochmal heilen, wenn wir schon hier sind, ne? Und Leute, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich schau mich mal hier hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!